Eigentlich gibt es zu diesem Video gar nichts mehr zu sagen. Selbsterklärend. Ich find's nur, ja, irgendwie geil, wie Roger, oder wie er sich selber Roger nennt, immer mehr im Verlauf des Videos. Seine Stirn beginnt zu glänzen. Er kocht innerlich, er muss aber immer auf den Chatverlauf gucken, in dem sich Hass gegen den Interviewten immer mehr sammelt und er versucht sich rauszureden, doch er hat in diesem Fall in seinem eingeladenen Gast einen Gegner gefunden, der ihm ein bisschen Paroli gibt und er traut sich nicht wirklich zu widersprechen. So muss es sein. Danke, habt eine gute Zeit, bis dann, tschüss. Ja, es ist sehr spannend, sich mit Ihnen zu unterhalten. Sie sind ja nicht nur, sage jetzt mal, im gewissen Alter mit Erfahrungen, sondern sind, denke ich, auch sehr belesen. Was mich mal interessieren würde, es gibt immer wieder die Diskussionen wegen Deutschland, ich bin ja kein Deutschland-Experte, das kennen Sie sich besser aus, wegen dieser Besatzung. Es würde mich auch interessieren, was ist Ihre Meinung dazu? Es gibt Menschen, die sagen, Deutschland sei immer noch besetzt. Was ist Ihre Meinung dazu? Ja, das ist natürlich Unsinn. Deutschland hat mit dem 4+4-Vertrag letztendlich die Bestätigung der Alliierten, der damaligen Alliierten bekommen, dass Deutschland ein souveränes Land ist und keine GmbH. Das ist natürlich Unsinn. Okay. Und ich könnte Ihnen das auch jetzt detailliert erklären. Nein, das hat mich nur interessiert. Aber wieso hat man dann, wieso gibt es denn in Deutschland so viele amerikanische Organisationen, die einfach dort sind und ziemlich viel zu sagen haben? Ist denn das in Ihrer Meinung nach richtig, dass Sie diese Basen haben oder Rammstein und so weiter? Ja, also die Basen, inzwischen gibt es ja auch in Polen Basen, Litauen, Estland und zwar diesmal nicht auch von Amerikanern, aber auch von Deutschen. Na klar, im Rahmen der NATO gibt es hier in Deutschland Basen, in Frankreich, in Großbritannien, also in allen NATO-Ländern gibt es natürlich auch Militärbasen. Und die Haltung der Deutschen zu den Amerikanern war seit den frühen 60ern nicht mehr so freundlich. Also nachdem Kennedy damals Berlin besucht hatte, da hat man ihm noch frenetisch zugejubelt. Mhm. Aber danach hat sich das etwas abgekühlt. Dann kamen die Linken ran, die Rote Armee-Fraktion und dann war Schluss mit lustig und es blühte der Anti-Amerikanismus. Ja, natürlich, es gibt immer Menschen, die dieses oder jenes glauben. Man kann sie nicht daran hindern. Nein, wer daran glauben will, der soll daran glauben. Ich erinnere mich, dass es da in Amerika einen ganz heftigen Influencer gab, der beweisen wollte, dass 9/11 ein sogenannter Inside-Job war. Und dann gab es einen anderen Wissenschaftler, die sich zusammengetan haben, denen das bitter aufgestoßen ist, dass sowas behauptet werden konnte. Und die haben ihnen genau erklärt, welche Halbwertszeit Schmelzpunkte von Stahl, Aluminium, das tropfte und was da explodiert ist, was man für Sprengladungen hielt und so weiter. Also da haben Fachleute sich damit befasst. Der Influencer war ein Laie, war einfach nur ein Laie, der sich durch irgendwelche äußeren Merkmale annahm, dass es so ist. Also September 11 ist ja auch ein großes Thema, wo ja viele Leute besprochen haben. Nehme ich das richtig? Also empfinde ich das richtig, dass Sie an diese offizielle Version glauben, wo man uns damals gezeigt hat? Oder sehen Sie das ein bisschen anders? Nein, das sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Also das heißt, die zwei Flugzeuge sind reingeflogen und und das WTC 7 ist dann einfach so nebenbei runtergefallen, weil es dann irgendwie nicht mehr so stabil war. Zweifellos. Und darüber hinaus, was diese Flugzeuge betrifft, insbesondere die Täter, da hat man ja mit allen Angehörigen, gab es Interviews, lange Interviews in Spezialsendungen. Selbst Bücher sind darüber geschrieben worden, wie sich die Angehörigen darauf eingelassen haben, vor allen Dingen die Hamburger Angehörigen, wo Mohammed Atta wohnte und da in seiner Studentenbude lebte. Natürlich waren die genau darauf spezialisiert. Die haben in dem Computer von Osama bin Laden, den man in seinem Haus gefunden hatte, als das Haus gestürmt wurde, hat man genau die Bestätigung gefunden, dass das ein großer Sieg war, dass sie das fertig brachten, dass die Amerikaner zu blöd waren, den Piloten sogar noch Flugunterricht in Miami gegeben haben, den sie deswegen genommen hatten, um die Maschine zu steuern. Also kurzum, die Beweislage würde, wie man so sagt, vor einem deutschen Gericht
in allen Punkten standhalten. Ja, finde ich deswegen bin ich spannender überzeugt. Ansatz, Schlimm ist nur, schlimm ist. Da sind wir nicht gleicher Meinung, müssen wir auch nicht. Also ich würde Ihnen gerne auch mal Material zukommen lassen, was Sie mal gerne anschauen können. Die Videoaufnahmen sind gefaked, das kann ich beweisen. Das ist leider so. Da gibt es andere Sachen, die sind leider nicht so, wie Sie uns verkaufen wollten. Da, wenn Sie Interesse haben, kann ich Ihnen das gerne mal zukommen lassen. Da haben Sie, meiner Meinung nach, möchte ich Ihnen nicht zu nahe treten, nicht alle Informationen. Ja, ja, ich kann mich natürlich auch, ich bin ja jetzt kein Spezialist, ich kann Ihnen auch nur das sagen, was ich in vielen Fällen, ob das Videos waren, ob das Bücher waren, ob das Erlebnisberichte von Angehörigen waren und so weiter, was ich ganz schrecklich finde, dass dieser Tumbe Bush, der damalige Präsident Junior, Bush Junior, daraufhin einen Krieg entfesselt hat gegen den Irak, der, wie wir heute wissen, zu den verheerenden Ergebnissen, unter denen wir bis heute leiden und vor allen Dingen hunderttausende Menschen, denen wir heute an der Grenze im Mittelmeer im Wasser begegnen. Das ist alles auf diese Fehlentscheidung von Bush zurückzuführen. Definitiv. Also Brutkastenlüge, keine Massenvernichtungen hat man gefunden und so weiter, das weiß man. Die Amerikaner können in ein Land einmarschieren und da passiert nichts. Und wenn jetzt das Russland macht, dann ist er ganz der böse Bube. Das wissen wir mittlerweile auch. Ich halte nichts von Krieg. Krieg finde ich, dort kann ich sagen, wie ich es denke, es sollte überhaupt kein Krieg geben auf der ganzen Welt. Aber einfach nur mit dem Finger jetzt auf Putin zu zeigen und er ist an allem schuld, ist mir einfach zu einfach. Wobei man natürlich, das hört sich jetzt so gleich an, das kann man natürlich keineswegs gleichsetzen, denn die Amerikaner, die damals in den Irak eingerückt sind, die haben ja nicht die Souveränität des Iraks auch nur eine Minute bestritten, sondern sie wollten den Tyrannen stürzen sozusagen, den Hussein, was ihnen auch gelungen ist. Die Russland zum Beispiel hat ja noch im Budapester Abkommen der Ukraine, weil die ihre Atomwaffen nach Russland zurückgeben wollten damals und haben in diesem Budapester Abkommen haben die Russen bestätigt, die Souveränität der Ukraine für alle Zeiten anzuerkennen. Das haben sie sträflichst gebrochen. Dann haben sie das Völkerrecht gebrochen, indem sie die Ukraine ohne Kriegserklärung einfach angegriffen haben. Also es ist überhaupt nicht mit dem Irakkrieg zu vergleichen. Da gibt es gewisse Punkte, nämlich das Töten von Menschen. Ja, das ist gleich, da haben Sie recht. Also Töten von Menschen plus die Deutschland-Lieferung von Kriegswaffen finde ich natürlich auch nicht so prickelnd. Die Baerbock lässt raus, wir sind mit Russland im Krieg, fand ich natürlich auch nicht so geschickt. Und jetzt die Streumunition, wo versprochen wurde. Was die Baerbock da gesagt hat, die Außenministerin. Ja, genau. Meinen Sie? Genau. Ja, das war natürlich ein ganz dummer Versprecher und den sie ja selbst schon eingestanden hat und gesagt hat, das war eine ganz große Dummheit. Die hat noch nicht lange diplomatische Erfahrung gehabt. Also ich bin nicht unbedingt ein Freund der Grünen. Ich auch nicht. Eben. Aber das kann man ihr nun nicht unbedingt über die Jahre immer wieder anlassen. Das hat sie schon längst eingesehen und bereut, weil es ja auch gar nicht stimmt. Weil es gar nicht stimmt. Deutschland führt ja keinen Krieg gegen Russland. Ja, das würde ganz anders aussehen. Aber Moment, das muss ich trotzdem nachfragen. Wenn Deutschland Waffen liefert in die Ukraine und die Ukraine ist nicht in der NATO, ist das eine clevere Entscheidung? Ja, auf jeden Fall. Okay. Denn was hier passiert, wenn man den Bildern, ich bin ja nur auf den Bildern, muss ich ja so vertrauen wie Sie. Weil ich sehe ja keine anderen Bilder. Also von unabhängigen Journalisten, gleich welcher Couleur, französische, amerikanische, britische, arabische, zeigen das Gleiche. Da werden furchtbare Kriegsverbrechen begangen. Ja. Okay. Denke an die Klinik, an die, wo da schwangeren Frauen mit halb aufgerissenen Bäuchen, die da rausgetragen wurden. Das Theater, wo unten 600 Leute drin waren, das wussten die Russen genau, das Theater in Mariupol, das haben sie direkt, eine fette Bombe, direkt gezielt und alle 600 waren tot. Also kurzum, fürchterliche Kriegsverbrechen an Zivilisten, es gab noch viel mehr, aber diese mal nur als Beispiel. Okay. Dass ich ein was mich interessieren würde, was ist Ihre Quelle, wenn Sie sich informieren wollen in den Medien? Was sind Ihre Hauptquellen, wo Sie schauen? Weil Sie Bücher. Sagen, Bücher.
Bücher, hauptsächlich Bücher. Ich lese viele Bücher von exilierten Russen. Beispielsweise, gerade habe ich eins gelesen, fragen Sie mich, wie das hieß. Ich habe so unendlich viele, müsste ich gerade aufstehen und gucken, wie es heißt. Viele, viele Bücher. Ich habe gelesen, was Nawalny gesagt und getan hat, als er in Deutschland war, was Russen über ihr eigenes Land, über ihr eigenes System sagten. Ich habe Geschichte darüber, ich habe ja Politik studiert. Ich habe die Geschichte genau gelesen über Russland, und zwar lange vor den großen russischen Dichtern und Schriftstellern, die ich natürlich auch alle bewundere, bis hin zu Katharina der Großen, die Putin ja so gerne mag und der ja nacheifert und aber vergessen hat, dass wir nicht mehr im 17. Jahrhundert leben, sondern im 21. Also die Sache mit dem Imperium, die hat sich längst erledigt. Und wenn man das alles weiß und weiß, wo Herr Putin herkommt, aus welcher Gegend, und ich habe ein Buch gelesen von jemand, der ihn aus St. Petersburg kennt, als Straßenschläger, das ist so seine menschliche Herkunft, dann weiß man, und was er will, dass er schon vor Jahren darüber auch mit Frau Merkel, die das auch in ihrem Buch erwähnt hat, über die Größe Russlands sprach, und ohne Russlands Größe ist alles gar nichts, dann weiß man, warum der Mann auf solche Gedanken kommt und ein anderes Land plötzlich und unverhofft überfällt, weil ihm das Regime nicht gepasst hat und das er jetzt als faschistisch bezeichnet, was natürlich Blödsinn ist, weil es seine Peripherie ist, weil es nicht mehr zu seinem Reich gehört, weil schon Chruschtschow natürlich die Ukraine sozusagen als Ukraine bezeichnet hat, also als selbstständiges Stück, autonomes Stück innerhalb der damaligen Sowjetunion. Als die Sowjetunion zerbrach, gab es die Ukraine neben Estland, Litauen, Lettland und so weiter von den Russischen und von der russischen Regierung anerkannt und respektiert. Das wurde gebrochen. Also da gibt es gar kein Vertun. Das ist klar. Keiner liebt den Krieg, und ich würde lieber wünschen, dass er lieber heute als morgen beendet wird. Aber ich denke, das wird wohl noch ein Weilchen dauern. Ja, Sie haben eben vorher gesagt, Sie haben ja diverse Sachen von verschiedenen Ländern, von Journalisten gesehen. Da gehe ich davon aus, da schauen Sie halt diese Mainstream, ARD, ZDF, wo es auch gibt, Tagesschau und so weiter. Nicht unbedingt. Woher nehmen Sie dann die Informationen, wo Sie sagen, man sieht ja die Bilder von Russland oder Ukraine? Ich gucke zum Beispiel oft Al Jazeera. Ich gucke zum Beispiel oft, wie heißt der, ein französischer Sender? Ebenfalls. Also nicht ZDF und ARD. Da höre ich, ob irgendwie wieder ein Zug entgleist ist in der Nähe von Hamburg. Nein, natürlich nicht von dort. Das wäre ja ein bisschen mager. Ja, also vor allen Dingen, aber ich will einfach das auch einbringen, weil ich finde den Diskurs sehr gut. Sie haben da eine andere Meinung, finde ich gut, weil das wird, in den letzten 3 Jahren hat man zu wenig geredet. Ich auch da an diesem Thema habe ich eine andere Meinung. Es gibt zum Beispiel einen Alina Lipp, ich weiß nicht, ob Sie von der gehört haben. Die ist, ja, natürlich. Die kennen Sie, die ist vor Ort. Der Thomas Röper ist vor Ort. Und wenn man andere Journalisten sieht, die sind nicht vor Ort wie die zwei als Beispiel. Jetzt kann man natürlich sagen, vielleicht lügen sie, es ist möglich, aber wenn man denen zuhört, ist das natürlich auch etwas ganz anderes, was sie berichten. Ich finde, sie berichten sehr objektiv und richtig, ich finde das sehr sachlich, natürlich auch mit Emotionen, weil man sie ja in Deutschland nicht mehr sehen will und ein Staatsfeind sieht, und das kennen sie ja von sich selber, was das heißt. Und wenn man diese Berichte sieht, bin ich der Meinung, sehe ich die ganze Thematik ein bisschen anders. Das ist meine persönliche Meinung. Zum Beispiel jetzt die Streumunition-Einsatz in einem zivilen Gebiet, was hoch und heilig versprochen wurde, dass das nicht passieren wird, ist für mich ein ganz klares Kriegsverbrechen auf der Seite von von Ukraine. Ja, also... Also ich sehe noch die Scheinheiligkeit dieses Herrn Pesko, Regierungssprecher der Russen in Moskau, in der er scheinheilig sagt, ja, also wenn die Ukrainer jetzt mit Streumunition uns angreifen, dann machen wir das auch. Dabei weiß dieser Mann ganz genau, dass Russland schon seit Monaten Ukraine mit Streumunition überzieht. Das war in Cherson der Fall, das war in Mariupol der Fall, das war in Krimjansk der Fall. Also gibt's viel.
Da haben die Russen Streu. Das ist doch eine reine Heuchelei. Aber ich würde was anderes, wie Sie darüber denken, wissen, dass dieser unerträgliche Herr Medvedev ständig vom Einsatz der Atombombe schwadroniert. Das ist doch unverantwortlich, sowas. Wie kann dieser Mann, also die ganzen Jahre, als die Russen seit, weiß nicht, 48, 49 haben sie die Atombombe, die ganze Zeit waren die beiden Blöcke, Osten und Westen, im Gleichgewicht, weil sowohl die Amerikaner als auch die Sowjetunion genau wussten, einen Atomwaffenkrieg kann niemand überleben. Da werden alle sterben. Und die Russen wollten auch nicht sterben. Also war das im Hintergrund als Lebensversicherung. Aber der Herr Medvedev und andere, lesen Sie doch mal oder hören Sie mal die hasserfüllten Kommentare in den russischen Talkshows. Da wird über die Flugzeit einer Atomwaffe vom Abschuss Nähe Moskau bis Berlin. Ja, 7 Minuten. Nee, sagt der andere, das sind nur 6 Minuten. Ich frage mich, sind die alle verrückt? Habe ich es hier mit normalen Menschen zu tun? Mit Atomwaffen, wir sprechen hier von Atomwaffen. Wie können solche Menschen es wagen? Und die Kirche, dieser Kirill, der sagt, gibt allen noch seinen Segen. Das macht mich sehr ratlos und verwundert mich. Ja gut, das ist natürlich Propaganda auf beiden Seiten. Ich glaube, wir sind beide nicht an der Front gewesen. Wir können natürlich auch nur von den Quellen reden, die mir einfach mitbekommen. Nein, ich höre ja, was der Herr Peskov sagt. Genau, aber der Westen, muss man fairerweise auch sagen, da gibt es nur eine Seite und das ist einfach, Putin ist böse. Das ist einfach so. Der Westen hat geschlafen. Lange Zeit. Vor allem nicht Frau Merkel. Aber was ist dann zum Beispiel, der Putin war doch auch in Deutschland, hat die Rede gehalten, sogar auf Deutsch, und hat damals gesagt, hey, liebe Leute, jetzt ist einmal gut, ihr habt es versprochen, nicht mehr näher zu kommen, nach Osterweiterung. Nichts passiert. Sie kamen immer noch weiter und weiter. Das ist ja ein großer Irrtum. Der Putin, er ist eben dumm. Er ist eben ein dummer Petersburger Straßenschläger, der nicht weiß, dass es souveräne Staaten gibt. Und souveräne Staaten, nicht wie im Imperium Russland oder Sowjetunion, wo, wenn etwas in Kasachstan passieren sollte, dann musste vorher Moskau gefragt werden natürlich. Heute haben wir diese Anhängsel der früheren Sowjetunion, wie Litauen, Estland, Lettland und so weiter, sind selbstständige Staaten, die bestimmen. Nicht die NATO oder die Amerikaner haben gesagt, jetzt kommt mal schnell zu uns. Nein, es waren die Länder selbst, vor allen Dingen die Balkan, baltischen Länder, die haben gebettelt und gefleht, bitte, lasst uns in die NATO, nehmt uns auf. Das sind selbstständige Entscheidung dieser Länder. Und das akzeptiert der Herr Putin nicht. Aber gab es da nicht diese Abmachung, die damals stattgefunden hat? Das war, glaube ich, nein, gab es nicht. Nein, die gab es nicht. Das hat man ja verschiedentlich schon versucht. Auch die schriftlichen und verschiedene Teilnehmer in diesen damaligen Gesprächen, ob das der Herr Kohl war, ob selbst der Herr Gorbatschow sagt, nein, gab es nicht. Das gab es nicht. Ich glaube, mein Telefon wird gleich zu Ende sein. Nein, kein Problem. Ich sehe gerade, wie der Bildschirm schwach wird. Ja, es ist alles gut. Ich möchte mich bedanken. Ich finde das gut, ich bin natürlich dankbar für so einen Austausch. Auch man muss ja nicht gleicher Meinung sein, aber man kann ja trotzdem darüber reden. Ich finde das wichtig, weil in den letzten 3 Jahren ist das leider nicht passiert, sei das bei Corona, sei das bei der Hitzegeschichte oder sei das bei CO2 oder bei der Energiewende. Da gibt es keine kritische Stimme. Wenn man jemand kritisch ist, dann ist man direkt Nazi, rechts und Aluhutträger. Das finde ich sehr schade. Ich glaube, zu behaupten, dass ich wahrscheinlich eine derjenigen bin, der diese sogenannte Verschwörungstheorie zustimme. Nichtsdestotrotz hatten wir jetzt ein sehr gutes Gespräch und jeder darf seine Meinung haben. Meine Meinung. Ja. Und alles gut? Ja, ich bedanke mich für das Gespräch mit Ihnen. Ja. Ebenfalls sehr herzlich. Und dann vielleicht ein anderes Mal zum anderen Thema. Wer weiß, wir bleiben ganz mal in Kontakt. Ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und bis bald. Ebenfalls. Wir hören zurück in die Schweiz. Danke. Tschüss. Ja, tschüss.